Hallo von Herzen, meine Lieben. Ich grüße euch zu einer neuen Herzmenschlegung, in der wir wieder schauen möchten, was genau dein Gegenüber aktuell in deine Richtung denkt und fühlt und was du innerhalb der nächsten 14 Tage von deinem Gegenüber in deine Richtung erwarten kannst. Bitte bedenkt immer, es sind allgemeine Legungen. Das heißt, die Karten können, müssen aber nicht mit dir in Resonanz gehen. Ich beginne mit einer Ausgangsposition. Da kannst du gleich für dich schauen, ob du hier in der Reisegruppe bist oder nicht. Also wie steht es aktuell zwischen deinem Gegenüber und dir? Wie steht es aktuell zwischen deinem Gegenüber und dir? Da haben wir die 5 der Münzen und an der Unterseite haben wir hier die 6 der Schwerter. Da lasse ich gleich mal mit dem After-Tarot noch eine Klärungsenergie drauffallen. Eine Klärungsenergie für die 5 der Münzen, bitte. Eine Klärungsenergie für die 5 der Münzen, die 7 der Schwerter und an der Unterseite die 9 der Stäbe. Was ist denn hier los? Ihr Lieben, also wenn du hier in der Reisegruppe bist, dann hast du momentan so entweder das Gefühl, dass irgendwie etwas nicht vorwärts geht oder dass sich hier einer von beiden irgendwie eventuell versucht, aus der Geschichte oder aus eurer Verbindung, aus der Situation herauszuziehen. Du hast das Gefühl, entweder, dass hier jemand nicht ehrlich ist zu seinen Gefühlen oder zu dir, oder du bist unsicher, was du hier eigentlich fühlst, oder im einfachsten Fall könnte es auch einfach möglich sein, dass ihr momentan keine Zeit miteinander verbringen könnt, dass hier jemand auf Reisen ist, dass ihr euch nicht sehen könnt. Aber irgendwie ist das hier momentan so eine Energie, wo eine gewisse Traurigkeit vorhanden ist. Ja, wo, wie gesagt, man fühlt sich so ein bisschen alleine, man fühlt sich einsam in dieser Verbindung. Wie gesagt, es kann auch ganz einfach sein, dass man sich hier gerade nicht sehen kann oder wenig sehen kann. Im schlimmsten Fall ist es dann aber so, dass hier einer vermutet, dass der andere irgendwie eben nicht ehrlich ist, sich aus einer Situation davonstehlen möchte. Das kann aber auch nur die Angst sein, dass es so ist, ne? Also es muss jetzt nicht zwangsläufig mit der Realität zu tun haben. Es kann einfach auch gedanklich sein, dass ja alte Ängste oder alte Themen sich wiederholen könnten. Genauso gut kann auch diese Verbindung sein, dass man aus einer mangelnden Situation herausgeht, auf ein neues Ufer sich zubewegt und eben einen Mangel hinter sich lässt. Das wäre ja auch eine Deutungsmöglichkeit. Also hier sind mehrere Energien momentan möglich. Wir schauen jetzt mal. Was denkt dein Gegenüber aktuell über die Verbindung zu dir? Da haben wir hier schon mal die 2 der Münzen. Was denkt dein Gegenüber aktuell über die Verbindung zu dir? Was denkt dein Gegenüber? Der Tod, die 2 der Kelche, die 5 der Kelche und an der Unterseite die 4 der Stäbe. Ja, man transformiert ja etwas. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass dein Gegenüber schwankend war. Schwankend war oder auch aktuell noch ist. Und wartet mal, ich brauche mal noch eine Klärungsenergie für die 5 der Kelche. Eine Klärungsenergie für die 5 der Kelche. Eine Klärungsenergie. Also. Erstmal könnte es hier so sein, dass sich etwas eventuell doch anders entwickelt hat, als man es ursprünglich dachte. Das kann jetzt sein, dass sich dein Gegenüber hier emotional sich dir zuwendet, merkt, dass hier doch plötzlich unverhofft Gefühle oder dass es ernsthafter werden könnte, dass diese schwankende und ach mal schauen, was ist, mal schauen, was wird, dass sich das hier in die Beendigung, in die Transformation begibt und dass man hier tatsächlich Ängste und Enttäuschung hinter sich lässt. Weil wir haben hier die 4 der Stäbe, das ist die Hochzeit, das ist die Verbindung, die feste Verbindung, die Stabilität, das Gefühl, angekommen zu sein. Und mit den 2 der Kelche ist das hier wirklich, man verbindet sich. Der eine geht auf den anderen zu, es ist hier eigentlich ein ausgewogenes Verhältnis. Und irgendwie hat man hier wahrscheinlich, also eine Deutungsmöglichkeit wäre halt, dass man hier plötzlich unverhofft feststellt, dass das Ganze doch mehr Potenzial hatte oder hat, als man es vielleicht ursprünglich dachte. Oder
Das nehme ich aber eher nicht so wahr, dass vielleicht nur ein kleiner Teil der Reisegruppe, dass dein Gegenüber hier feststellt, dass es vielleicht doch nicht reicht für etwas Stabileres. Aber vom Grundgefühl, glaube ich, empfindet dein Gegenüber die Verbindung tatsächlich als sehr stabil, dass man gar nicht so mit Enttäuschung oder dass die Enttäuschung gar nicht so wirklich da sind, mit dem man vielleicht gerechnet hat aufgrund schlechter Erfahrungen, ne? Ich glaube, dein Gegenüber, ja, hat das am Anfang nicht so eingeschätzt mit dir. Das Gleiche könnte natürlich auch für bestehende Verbindungen stehen, ne? Dass hier irgendwie gerade Veränderungen stattfinden, Transformationen stattfinden. Aber ich habe so das Gefühl, dass ursprüngliche Selbstverständlichkeiten von deinem Gegenüber in Bezug auf eure Verbindung hier plötzlich einreißen. Also, aber eher positiv, ne? Also vielleicht hat man am Anfang gedacht, ach, nochmal schauen, bisschen Spaß, Spiel, Freude, Schnicki, Schnacki, wie auch immer. Und dann stellt man auf einmal fest, dass sich da doch etwas Ernsteres und Schönes dahinter zeigt. Wir schauen jetzt mal, was denkt denn dein Gegenüber aktuell über dich als Person? Was denkt dein Gegenüber? Ach, guck mal, da haben wir ja schon den Bube der Kelche. Die Königin der Stäbe, die Fünf der Stäbe. Ach, guckt euch das an. Also, dein Gegenüber sieht dich als unwahrscheinlich selbstbewusste, starke Frau. Na, ihr wisst, in Allgemeinlegungen schau immer aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Ihr münzt euch das bitte um. Hier hält dich jemand für sehr wertvoll, für sehr emotional, für sehr zuvorkommend, aber auch unabhängig und selbstbewusst. Hier hält dich jemand für eine sehr, ja, ein Mensch, mit dem man Spaß haben kann, aber eher auf eine wirklich, also nicht Spaß in dem Sinne, na, mal schauen und ach, na ja, sondern wirklich Lebensfreude. Man hat das Gefühl, dass du jemand bist, mit dem man es aufnehmen könnte, der einem gerecht werden könnte. Die 10 der Münzen ist die Vollendung im Wert. Ne? Also es ist wirklich auch so, dass man sagt, okay, man fühlt sich in deine Richtung oder man denkt von dir, dass du eine sehr wertvolle Persönlichkeit bist und sehr zuvorkommend, sehr offen, sehr feinfühlig, sehr hellfühlig, sehr sensibel und trotzdem unabhängig und selbstständig. Vielleicht bist du auch selbstständig. Man hält dich für sehr feurig, ne? Die Königin der Stäbe ist auch ja, die feurige, leidenschaftliche, sexy Königin im Tarot. Und ich habe das Gefühl, dein Gegenüber hat hier eine unwahrscheinlich hohe Meinung über dich, eine positive Meinung über dich und findet dich mega attraktiv. Wir schauen mal, was fühlt denn dein Gegenüber aktuell in deine Richtung? Was fühlt dein Gegenüber für dich aktuell als Person? Was fühlt dein Gegenüber für dich als Person? Was fühlt dein Gegenüber? Da haben wir hier schon mal die Mäßigkeit und die Vier der Kelche. Was fühlt dein Gegenüber aktuell für dich als Person? Was fühlt dein Gegenüber aktuell? Die Acht der Münzen, der Bube der Schwerter. Ja, naja, schaut mal hier. Ja. Auf der einen Seite, glaube ich, fühlt man, dass man in deine Richtung, dass das so eine gewisse Heilung vorhanden ist. Ein ausgewogenes Prinzip, ein Geben und Nehmen, dass hier, dass man hier wirklich was, also hier baut sich langsam etwas auf bei deinem Gegenüber, emotional in deine Richtung oder wieder. Ne? Also auch wenn es um längerfristige Beziehungen schon geht, könnte es sein, dass sich hier wieder Emotionen aufbauen und dass man zwar schon noch hier, man schützt sich noch. Ne? Man ist schon sehr kopflastig, man schützt sich, man versucht Dinge zu ergründen bzw. zu analysieren, was ja bei Gefühlen immer totaler Blödsinn ist. Aber es gibt ja Menschen, die das tatsächlich tun. Aber hier glaube ich, ist sein Gegenüber emotional doch schon sehr in deine Richtung aus.
Und dennoch hat man Angst vor Zurückweisung. Ich hätte mal noch gerne eine Klärungsenergie für die vier der Kelche. Eine Klärungsenergie für die vier der Kelche. Ja. Und noch nimmt man das Geschenk der emotionalen Erfüllung noch nicht an. Man hat Angst, enttäuscht zu werden, oder vielleicht ist hier irgendetwas, was sich doch noch nicht ganz stimmig für dein Gegenüber anfühlt. Und man versucht hier herauszufinden, was das sein könnte. Aber man versucht das mit dem Kopf herauszufinden. Also eigentlich empfinde ich es so, dass dein Gegenüber hier schon Gefühle für dich hat, aber mit dem Kopf versucht hier irgendwie so ein bisschen sich selbst zu manipulieren. Eine Klärungsenergie für den Vogel der Schwerter noch. Eine Klärungsenergie für den Vogel der Schwerter. Ja, genau. Man kämpft dagegen an. Man hat Angst, verletzt zu werden. Man hat Angst, dass hier wieder irgendwelche Angriffe von außen kommen oder dass man sich hier eingeschränkt fühlt, wenn man Gefühle zulässt, dass man das Leben massiv umgestalten muss. Ja, man steht sich ja eigentlich selbst im Weg und man hat auch Angst davor, was das Umfeld sagen könnte. Man würde zwar hier dagegen ankämpfen, aber ich glaube, dein Gegenüber fühlt sich zwangsläufig noch nicht stark genug, um sich hier bestimmten Herausforderungen tatsächlich zu stellen. Ich bin aber der Meinung, man überlegt halt zu sehr, was könnte und wenn. Und dadurch steht man sich selbst im Weg, weil man das gar nicht einschätzen kann, was tatsächlich von außen oder überhaupt, was, also dein Gegenüber kann es zumindest noch nicht einschätzen. Man denkt, man kann es einschätzen, aber man kann es nicht wirklich einschätzen, wie sich hier tatsächlich dann die Umstände oder die äußeren Umstände, das Umfeld, wie auch immer, hier irgendwie sich, wie da darauf reagiert, wenn man sich jetzt auf dich einlassen würde. Oh Gott, rückläufiger Merkur, Schattenperiode. Ich merke es wieder. Ihr Lieben, entschuldigt. So, und hier versucht man sich zu schützen. Man versucht sich hier zu schützen. Und auf der anderen Seite will man doch das Geschenk annehmen. Wir schauen jetzt mal. Was kannst du innerhalb der nächsten 14 Tage von deinem Gegenüber in deine Richtung erwarten? Was kannst du innerhalb der nächsten 14 Tage von deinem Gegenüber in deine Richtung erwarten? So, da haben wir hier schon mal das Gericht. Wir haben die Hohepriesterin, wir haben die drei der Stäbe, wir haben den König der Schwerter. Ach, guckt euch das an, und die zehn der Kelche. Ja, also hier kommt Wandlung rein, hier kommt Transformation rein. Man entwickelt sich, man geht einen nächsten Schritt. So nehme ich das wahr. Und selbst der kopflastigste Herzmensch wird hier von deiner weichen, also ich glaube, du lässt hier wirklich den krassesten Eisblock schmelzen. Ne? Also wenn du hier mit jemandem zu tun hast, wo du das Gefühl hast, der lässt die Gefühle nicht zu, der rennt weg, der schützt sich, der zieht sich aus einer Situation raus und du bist hier in der Reisegruppe, dann wird sich das innerhalb der nächsten 14 Tage wandeln. Du hast irgendetwas an dir, was diesen König der Schwerter so klar und rational und vielleicht auch keinen Zugang zu den Gefühlen hat, dieser Mensch auch ist. Du kriegst den, also du fängst den für dich ein. Ne? Also jetzt nicht auf eine negative Art und Weise, sondern das ist ja eine emotionale Verbindung, die dieser Mensch, glaube ich, so noch nicht erlebt hat. Du aber auch nicht. Ne? Du bist ja als Hohepriesterin, du bist geduldig, das ist eine Fische- und Jungfrau-Energie. Vielleicht hast du irgendwo Fische- und Jungfrau-Energie bei dir. Und hier geht es aber darum, dass du so ein tiefes Vertrauen hast. Hier geht es um Transformation, es geht um Weiterentwicklung. Man geht eine nächste Stufe oder betritt eine neue Stufe. Aber du hetzt ja auch niemanden. Einfach nur durch die Art, wie du bist, und wie du von Natur aus, dein Innerstes, wirst du diesen Menschen, wenn ich jetzt sage weichklopfen, das klingt ein bisschen, ne? Aber dieser Mensch wird sich öffnen. Du erreichst das Herz, also du bist, gehst über die Mauer drüber, aber einfach nur wie du bist. Du musst nicht mal viel tun. Du berührst diesen Menschen und eure Verbindung kann sich hier innerhalb der nächsten 14 Tage auf eine völlig neue Ebene entwickeln. Wir schauen jetzt mal, welche Karte wird aus diesem Orakel noch wichtig für diese Legung? Welche Karte wird hier noch wichtig? Flirt. Lass andere an deiner unbeschwerten Energie teilhaben und an der Unterseite versteckt sich hier
Du darfst ohne Angst lieben. Ne? Mach dein Herz auf, um die höchste aller Energien zu geben und zu empfangen. Ne? Also es ist genau das, was ich hier eigentlich auch schon sagte. Es ist die Annäherung, hier ist die Flirtkarte, die Leichtigkeit, das Unbeschwertsein und hier wirklich auch ja einfach in die Herzöffnung zu gehen. Und das wirst du auch bei diesem Menschen erreichen und dieser Mensch auch bei dir. Also das ist auch so eine gegenseitige Heilungsenergie tatsächlich. Ne? Die aktuelle Situation, also solltest du da wirklich das Gefühl haben, dass sich da jemand rausschleichen will oder doch, ne, dass das so eine Unsicherheit ist. Du bist ja selber auch sehr intuitiv und du solltest ja eine Reisegruppe sein, dann ist das eine Angst von dir, die aber letztendlich sich nicht bestätigt. Im Gegenteil, also ich habe schon das Gefühl, dass hier eine unwahrscheinliche tiefe Verbindung ist. Ihr Lieben, ich hoffe, das hat euch geholfen. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Bleibt mir alles schön gesund und dann hoffentlich bis bald. Eure Helene.